Ach, das ist jetzt bei den Damen im Klo. Im Damenklo möchte ich nicht reingehen. Darf ich nicht. Ich bin ein Mann. So. Lalalala. Okay, jetzt wird es gerade ein bisschen stressiger, weil jetzt gerade das auf der anderen Seite war. Aber ich glaube, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir müssen uns ein bisschen sputen aus 7 Gerichte. Aber ehrlich jetzt. Hallo? Ja, ich bin's, deine Oma. Hörst du nicht? Der Häuptling ist da. Ja, Oma. Du musst für Ruhe sorgen im Diner, habe ich dir immer gesagt. Ja, Oma. So, nehmen wir das noch mit. Hallo? Ich glaube, von hinten anfangen ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Die Idee ist supi. Weil dann brauchen wir nämlich nur noch vorne abräumen. Lalalala. Ernsthaft? Wie, man lacht im Hintergrund, ne? Ist es wieder im Damenklo? Du alter Perversling. Was macht der da im Damenklo? Wahrscheinlich denkt er sich auch so. Ach ja, ich wollte früher immer eine Frau sein, aber ich durfte nicht. So, 4 Gerichte noch. Alter, das wird knapp. Wir müssen uns echt sputen hier. Weil wir müssen ja auch die Zeit einhalten und tralala und, oh, ernsthaft? Das ist hinten im Büro, ne? Oh Gott. Okay, Flasche nehmen wir noch mit. Ich komme! Nein, das ist nicht... Hö! Welches Telefon ist es denn? Oh Gott. Ach, vorne das. An den Tresen. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet, wenn es zu laut wird, bin ich ganz ehrlich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich weiß es nicht. Och nein, komm, ernsthaft. Wo ist das letzte Gericht? Auf den Tresen vielleicht? Da, hier. Da sind noch Pommes am liegen. Aber erst geht's zum Telefon. La 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 la, la 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 la, ich komme. Ja, hallo. Hallo, Sie haben meine Pizza bestellt. Ja, genau. Zum Diner, bitte. Hier möchte jemand Pizza essen. Das hörte sich an wie Kühlschrank und war es auch. Wir haben alles leergeräumt. Sehr schön. Wir haben... Boah, Alter, war das knapp. Boah, war das knapp. Alter Schwede. Boah. Ich hoffe, das wären nicht mehr wie 10 Gerichte, weil dann könnte es echt brutal schwer werden. Jetzt haben wir nicht mit 11, oder was? Ne, immer noch 10. Oh, Gott sei Dank, werden es nicht mehr. Okay. Ich fange jetzt nicht mal wieder von vorne an. Obwohl, warte mal, wir müssen normalerweise von hinten anfangen. Oh, nimm die Schüssel mit Erdbeeren oder Eiscreme oder keine Ahnung. Wenn wir jetzt nicht permanent hier hängen bleiben würden, weißt du, würde es auch gehen, einigermaßen. Ich versuche mal, so gut es geht hier. Uah. So. Lalalala. Ich glaube, von hinten anfangen ist echt die geile Idee. Weil dann haben wir nämlich ein bisschen... Na. Ernsthaft? Schon wieder? Hallo? Ich bin's, deine Mama. Ja? Was willst du? Keine Ahnung. Nachts ist günstiger. Mama, ich bin so alleine hier im Diner. Und... Ich habe Angst. Hier macht immer jemand im Darmklo das Wasser an. Ja, und? Ich darf da nicht rein. Ich bin doch ein Junge. Ist mir doch egal. Ist dem ich ein Telefon? Ja, mache ich gleich. Geh mal jetzt erstmal hier. Hallo? Ach, hier. Ja. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet hier, wenn wir richtig hier Vollgas geben. Also wenn ihr das hier... Hallo? Wenn das hier voll abgeht. Das Spiel... Na? Wenn das Spiel voll abgeht. Ich frage mich, was das für einen Sinn hat. Moment. Muss mal kurz abhusten. Ich frage mich, was das für einen Sinn hat, dass man die ganzen Geräte einschalten kann. Weißt du, die... Die ganzen Geräte machen ja Krach und man soll ja für Ruhe sorgen. Ach, guck mal. Tatsache, es läuft echt RTL im Fernsehen.
Weil man soll ja hier für Ruhe sorgen. Warum soll ich denn die ganzen Geräte einschalten? Ist ja Quatsch eigentlich. So, hier liegt nichts mehr. Hier ist auch alles leer. Auf der Theke liegt noch ein Milchshake. Den nehmen wir noch mit. Und er hat schon wieder im Frauenbadezimmer wahrscheinlich das Wasser angelassen. Hat sich wahrscheinlich gerade den Damenbad gespült. Man weiß es nicht. So. Oder was im Herrenzimmer? Nein, es ist natürlich. Im Damenklo. Ist im Männerklo. Ich vertue mich hier immer die ganze Zeit. Der hat die ganze Zeit im Damenklo immer das Wasser angemacht am Anfang. Und jetzt ruft er mich an, um mir zu sagen, ja, das Wasser ist aus. Oder zumindest, wir haben Rohrbruch. Ich hoffe, der kommt. Ich hoffe, die kommen. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe keinen blassen Schimmer, was uns erwartet. Was dann hier so kommt. Wenn dann mal was passiert. Okay, eine Sache müssen wir. Ich glaube, das ist die letzte Sache, die wir hier haben. Alter. Wie spät haben wir? Mal eben schnell auf die Uhr gucken. Boah, Alter. Da haben wir jetzt erstmal Gas gegeben, ne? Ich hoffe, das wären nicht mehr wie 10 Gerichte. Boah, Alter. Ach, der Fernseher dort schon. Ach, RTL willst du gucken. Na, guck das lieber zu Hause. Hier ist langweilig. Guck mal da, Motel. Sunset Motel. Da scheinen ja auch viele. Guck mal, da sind Mücken im Licht. Oder Motten. Hier ist ja echt viel los, muss man ja mal sagen, ne? Ist ja, wenn wir jetzt gerade mal so die Zeit haben dafür. Ja. Ist jetzt, aber weißt du, das Geilste ist, es ist ein Diner, ja? Wo wir Nachtschicht haben. Ja. Nachtschicht, wo hier aber kein Schwanz ist. Ja. Erstens, es ist kein Schwanz hier. Und zweitens, der Diner hat angeblich ja wohl geschlossen. Und, aber es steht draußen dran, 24 Stunden open. Ist klar. Weißt du? Da steht's wieder. Guck mal da unten, da steht's. Open 24 Hours. Aber es ist kein Schwanz da, der mal irgendwie an der Theke sitzt. Ist klar. Brauche nichts zu sagen. 10 Gerichte, Gott sei Dank bleibt das auf 10. Ich glaube, 12 oder so wirst du gar nicht schaffen. Wenn du dich hier nicht beeilst. So. Natürlich ein Mega-Diner. Okay, jetzt fange ich wieder von vorne an. Ist eigentlich hohl. Weil normalerweise der weiteste Weg ist eigentlich am sinnvollsten eigentlich. Also gehen wir wieder nach hinten. So. Hier haben wir wieder eine Flasche. Es ist so lächerlich, dass er nur eine Flasche tragen kann. Das ist... Was war das nochmal? Ach, das weiß ich nicht, was es war, ne? Oh Gott, was war denn das? Oh Gott, ich habe keine Ahnung, was das ist für ein Geräusch. Es hört sich an wie eine Eieruhr. Und klingeln lassen kann ich es nicht. Vielleicht ein Wecker im Büro oder sowas. Hier ist eine Lampe. Da, ach, Tatsache, es ist echt ein Wecker. Oh Gott. Ernsthaft. Das Spiel macht mich fertig. Ich warte ja nur darauf, dass irgendwas passiert, aber... Ach, ey, jetzt schon wieder. Ja, ich kann es nicht ändern. Es tut mir leid, dass es so laut ist. Dann hau dich wieder aufs Ohr. So. So, haben wir jetzt die Tische leer geräumt. Die sind leer, sind auch leer. Da ist noch eine Flasche am liegen. Die nehmen wir noch mit. Er macht sich gerade einen Tee. Unser Geist. Ja, der immer auf die Brille scheißt. Der macht sich gerade einen Tee. Sehr schön. Passte gerade super, weil wir eh in die Küche mussten. Also von so an kam mir das gerade sehr gelegen. Da liegt noch ein Burger mit Pommes. Boah, ich habe so einen Hunger, ne? Ich könnte jetzt schon wieder irgendwie ein halbes Schwein essen. Hallo? So, ne? Viel Gericht. Ehrlich jetzt. Ja, Joe's Diner. Hallo. Ah ja. Ah. Einmal Burger, Pommes und alles zum Mitnehmen. Okay. Können Sie in einer halben Stunde abholen. So. Wo ist denn... Ach, hier. Hier sind die zwei Sachen noch. Oder drei. So. Dieser Mülleimer. Ich frage mich, wer diesen Mülleimer auch ausleert. Der Kühlschrank.
Okay, bis jetzt ist noch nicht viel Spannendes passiert, ich weiß. Wo ist denn das letzte... Ah, hier. Aber wir müssen uns ja auch beeilen, ne? Das Telefon. Kommt mir gelegen, da ich gerade eh in der Küche bin. So. Lalalala. Wie spät haben wir? Ja, das passt ja. Haben wir noch ein bisschen Zeit. So, sehr schön. Alter, so, Da ist eine Tankstelle, die wohl anscheinend auch unbewohnt ist. Sieht zumindest danach aus. Und das Motel ja sowieso. Aber ganz ehrlich, für ein Indie-Game, es sieht schon hübsch aus. Ja, es ist kein, es ist jetzt kein hier, wow, boah, ultra mega HD, geil, möchte ich gern mir einen drauf, jubeln. Aber, ne, ist trotzdem sehr, sehr schick, ne? Ist nicht ganz so super detailliert, ne? Wie zum Beispiel hier. Was soll denn das sein? Soll das Schnecken sein, irgendwie so? Zimtschnecken? Prost. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Alter, so viele Zuschauer, seid ihr wahnsinnig. Vielen lieben Dank. So, dann wollen wir mal. Also, Schicht... Welche Schicht immer denn? Alter, Schicht 10 sind wir jetzt schon. Oh Gott. Oh Gott, ich habe Angst. Ich habe Angst, dass es schlimmer wird. Ich warte... Da hat gerade jemand gelacht. Er hat aber nichts angemacht. Ehrlich jetzt? Was? Was? Alter, was? Willst du mich verarschen? Alter, ich hab mich gerade ein bisschen erschrocken, weil da irgendwie so Reissäcke liegen, die Krach machen. Alter, wie asozial ist das denn? Wie mies! Da liegen einfach mal so Kacke... Alter, hier auch, guck mal! Willst du mich verarschen? Ach so, shit! Der hat das jetzt gerade gegessen. Willst du mich verarschen? Da verteilt er jetzt einfach hier mal so Chipsäcke oder sowas, wo man reinlatscht, damit die Krach machen. Wie asozial das ist. Was ein scheiß Kackhäuptling. So, welches Waschbecken ist es? Ist es im Damenbereich, im Herrn? Ja, es war hier. Wie er mal lacht. Anzurufen, Gisela! Zeit, sie Evil finden ist gut. Alter, wie soll ich das schaffen? Oh Gott. Wir haben noch 6 Gerichte. Oh Gott. Wir haben noch 6 Gerichte vor uns. Alter, es liegen immer mehr Chipstüten hier. Soll das heißen, ich bin verfressen? Na, nimm die Flasche auf. Oh Gott. Oh Gott. Seid mir nicht böse, wenn jetzt wahrscheinlich viele denken jetzt von euch, Alter, spielt der schnell. Ich muss mich ja beeilen. Das ist ja... Wir haben ja hier die Zeit läuft, ja? Erstens läuft die Zeit, wo wir ja die Tische leer räumen müssen. Und zweitens haben wir ja diesen dämlichen Geist, der ja permanent irgendwie einen Staubsauger anmacht oder sonst irgendwas. Deswegen sagt... Hallo? Nee. Ach, das ist der Föhn. Nein. Oh Gott. Hallo? Oh Gott, ist das hohl. Oh, ist das nervig. Warum? Ja, natürlich. Habe ich jetzt keine Zeit für. Geht jetzt gerade nicht. Ja, sorg für Ruhe. Wenn die Türen mich mal durchlassen würden, wenn ich nicht permanent irgendwo hängen würde, würde ich das auch schaffen. Hallo? Nimm doch diesen scheiß Burger auf. Der Kühlschrank läuft schon wieder. Ich frage mich... Er bleibt an dem dämlichen Sofa hängen. Wie breit ist er denn? Hallo. Das wird diesmal, glaube ich, sehr knapp, auch mit der Zeit. Hinten lagen noch 2 Sachen. Da ist noch die Flasche, die letzte. Oh, ja, wie spät? Oh Gott. Ja, gut, Zeit haben wir noch. Also erstmal 5 Uhr. Nein, lass den Fernseher aus. RTL gibt heute nicht. Wo war die Flasche jetzt? Ah, hier. Alter, wie mies das ist. Das ist einfach irgendwie... Guck mal hier schon wieder. Alter, spawnen einfach mal die Chipstüten auf dem Boden. Wie gemein das ist. Ernsthaft.
wie fies das ist. Ich sehe schon jetzt schon kommen, dass hier gleich 3 Chipstüten liegen und ich latsche einfach rein. Vor allen Dingen, der hebt die ganze Zeit... die Chipstüten auf und isst die. Weißt du, das ist eine Chipstüte von 500 Gramm und der hätte mindestens, keine Ahnung, 5 Chipstüten gegessen oder so.